der Bratenschicht macht der Marco jetzt einmal ein kleines Verschiert vom Kalbsbutterschnitzel. Richtig. So, da haben wir jetzt das Verschierte verschaffen. Beim Verschierten ist einfach enorm wichtig, dass wir das super schaffen, weil wir natürlich durchs Verschieren einfach die Oberfläche von dem Fleisch so enorm vergrößern, dass wir das einfach verschieren, sage ich immer einfach. An dem Tag, wo ihr das kriegt, könnt ihr das am besten verschaffen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann kann euch nichts passieren und dann habt ihr einfach eine Freude mit dem Produkt. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Kalbsverschiertes, mageres. Darum habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass wir Kalbsbutterschnitzel machen. Das ist ein Klassiker der Wiener Küche. Früher hat man die in Leibel geformt und hat den geschmort. Das tun wir jetzt heute nicht mehr, weil ich sage, mit dieser heutigen Standards können wir das durchaus kurz braten, oder? Ich habe jetzt da 500 Gramm Rindsverschiertes. Dann habe ich zwei Semmel in Milch hingeweicht, die müssen wirklich richtig weich sein, dass man sie dann danach gehörig auspressen, Milch. Und dann müssen wir das gar nicht verschieren, das können wir mit der Hand ein bisschen zermatschen. Einfach, das gibt da eine Bindung und das ist einfach eine lässige Geschichte. Dann habe ich zwei Eier dazu. Die Eier tun wir jetzt eigentlich hauptsächlich hin für die Bindung, oder? Und 50 bis 60 Milliliter Rahm tun wir rein. Dann können wir das jetzt einfach alles mit dem Fleisch vermischen. Weil der Semmel reicht, der auch noch reichen. Ich finde aber einfach, ich habe es gern, darum tue ich zwei rein. Aber das könnt ihr entscheiden, wie ihr das gerne habt. Das tue ich eh nicht alles rein. Ein bisschen gehackte Petersilie. Das gibt dem Ganzen immer noch ein bisschen Frische. Frische Kräuter ist einfach. Das rundet das einfach schön ab. Dann tue ich das Ganze salzen. Ein bisschen Pfeffer. Ich nehme jetzt schon gemahlen, ihr könnt aber gerne nur durchaus aus der Mühle annehmen. Und ein Knoblauch darf nicht fehlen. Das haben wir jetzt alles zusammen in einer Schüssel und das tun wir jetzt schön zu einer homogenen Masse verarbeiten. Ich ziehe jetzt einen Handschuh an, ihr könnt natürlich auch einfach nur die Hände sauber waschen. Das reicht auch. Das ist jetzt so, wenn wir normal verschiertes daheim machen, ist das bei der Konsistenz immer schon ein bisschen fester. Aber da dürfen wir jetzt keine Gedanken machen, die heben nachher Bomben fest und die werden einfach richtig schön fluffig. Nebenbei stelle ich einmal die Pfanne auf. Da wieder ein bisschen Butterschmalz rein. Und dann können wir da schöne Leibchen auch formen. Das Größe könnt ihr selber bestimmen. Wichtig ist einfach, wenn das gleich essen, dann müsst ihr sowieso braten. Und ich empfehle einfach vor das Eingefrieren, dann das einmal schön scharf anbraten. Es ist einfach, sie halten danach die Form schöner. Und ich kann nach dem Auftauen geht das so einfach wieder viel schneller. Wenn wir das abformen, dann wir einfach schauen, dass wir die Hände ein bisschen feucht haben. Dann bleiben sie nicht an der Hand picken. Und dann können wir eine schöne Leibe formen. Das tun wir in die heiße Pfanne rein. Und dann tun wir die wieder schön gut gelb anbraten. Klassisch dazu können wir essen Kartoffelpüree. Was sich auch gut anbietet, wären Kartoffeln. Ihr könnt so als Burger hernehmen. Da ist euch eigentlich, sind euch keine Grenzen gesetzt. Da muss ich zurückdrehen.
So, jetzt tun wir sie einmal schön wenden. Da mal schön aufbröteln und je nachdem wer das gerne hat, ihr könnt das natürlich wirklich ohne weiteres schön roh essen. Das macht auch nicht, ihr könnt es aber natürlich auch einfach ein bisschen länger braten, bis sie durch sind. Wichtig wäre einfach nur, dass wenn ihr das Fleisch kriegen machen, dann das Verschirrt einfach gleich verschaffen, weil es ist einfach, dann sind wir definitiv auf der sicheren Seite und dann haben wir auch Freude mit dem, was wir dann auch auf dem Teller haben. Jetzt haben wir die schön angebröteln, mit schön goldgelben Farbe haben wir. Wer sieht, was wir dazu essen, das ist wieder jedem frei überlassen. Also ich persönlich würde jetzt einfach ein ganz einfaches Kartoffelpüree dazu machen. Da tun wir ein paar Röstzwiebeln drüber. Da brauchen wir gerne damit zwingende Soße dazu, weil die sind saftig. Da bräuchten wir keine. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich aus dem Kalbsfond noch einmal in der Pfanne mit dem Bratansatz ein Süßchen machen und Röstzwiebeln drüber. Und dann haben wir eigentlich ein super Gericht. In wenigen Schritten.